Wir kommen aus Österreich. Und Sie haben seltsame Hunde dazu. Was sind das für Hunde, die Sie bei Ihnen haben? Wir haben zwei Otterhounds, diesmal aber amerikanisch gezogene Otterhounds, die schon eine davon welziger ist. Das ist diese da. Den kam er an. Aus Leipzig. Und er ist ein Junge, er ist ein Neffe dazu. Und Sie hoffen, dass es wieder ein zweites Mal wird? Ich wiederholen, das wäre schön, ein zweites Mal Weltmeister zu werden damit. Warum haben Sie damals für den Otterhound entschieden und nicht für eine Pudel oder einen Labrador? Das ist ganz einfach, weil wir seit 40 Jahren Beagles haben und wir Houndsmen sind. Und dadurch haben wir natürlich auch den Kontakt zu den Hounds gehabt aus England. Und da kommst du auf diese besondere Rasse und dann ist das natürlich ganz etwas Besonderes. Ja? Denn die Rasse, das Rasse ist ziemlich in Gefahr zum Aussterben. Absolut, ist es sehr in Gefahr und es ist auch to save the breed for the next generation. So it's our excess that we're doing that. Außerhalb zum Hundeshow gehen. Was machen Sie weiter noch mit den Hunden? Die Hunde leben mit den Pigis in einem Pack, in einer Meute. Und so, dass sie natürlich miteinander glücklich sind, weil die Hunde brauchen andere Hunde da zusammen. Ja, sie müssen miteinander mit anderen leben, im Verband. Ja, und das macht sie glücklich. Ja, und sie leben mit uns zu Hause in den Bergen. Ja. Das ist ja schön. Machen Sie auch den Jagd mit ihnen? Ja, ich jage seit 40 Jahren. Seit ich Beagles habe, jage ich auch mit denen. Ja.